Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Satisfactory. Ich habe ein bisschen vorbereitet, ein bisschen umgestellt nur. Und zwar, wir wollen ja hier die Manufaktur herpacken und habe jetzt mal 4 Container hierher, wo dann hoffentlich auch das Endergebnis reinlaufen wird. Ich möchte auf jeden Fall hier beim Asten den modularen Motor herstellen und da würde ich tatsächlich sagen, dass ich alles, was ich schon produziere, einfach hier reinleiten werde. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll, aber wird schon, denke ich. So, jedenfalls, ich habe schon mal angefangen hier mit ein paar Wänden, dass ich die hier aufgebaut habe, weil ich muss natürlich schauen, dass ich die Förderbänder hier irgendwie reinlaufen lasse. Und da ist mir natürlich noch nicht klar genau, wie ich das Ganze vonstatten gehen lasse. Aber ich mache jetzt halt einfach mal hier zu und dann machen wir notfalls eben die eine oder andere nochmal weg, dass wir da den Input haben, wie auch immer. So, um was kümmern wir uns denn zuerst? Wir schauen jetzt mal, der erste gleich, Motoren. Okay, also wir müssen Motoren herholen und die sind ja da drüben. Das heißt, ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich die Motoren über Förderbänder am besten hier rüber schaffe. Ist jetzt eine gute Frage, ne? Habe ich da eigentlich Doppelcontainer rein? Ja, ne? Nee, habe ich nicht. Keine Doppelcontainer rein. Aber wäre jetzt auch kein Problem. Die Doppelcontainer könnte ich ja austauschen. Ich müsste nur erstmal einen Container hier herstellen, wo ich das ganze Zeug reinleiten lasse. Ist zwar jetzt ein bisschen umständlich, aber meine Güte. Ich mache gleich mal hier diesen hier. Weil dann tauschen wir nämlich gleich alles innen drin aus. So. Wir lassen jetzt quasi mal den ganzen Schmonz hier reinlaufen. So. Dann können wir nämlich, weil so schnell produziert es nämlich auch nicht, dann können wir nämlich den einen oder anderen Container gleich wegmachen. Am besten sollte ich vielleicht gleich mal am besten sollte ich gleich mal hier die Verbindung kappen, aber das geht nicht, ne? Weil dann, wenn ich den Container, oh Gott, wenn ich den Container daherlaufen lasse, ich mache jetzt den nochmal weg. So, das Förderband mache ich auch weg. Das heißt, wenn der Container hier, oh Gott, es dauert wahrscheinlich ewig, da muss ich ein bisschen mit anpacken. Da müssen wir mit anpacken. Okay, wir nehmen einfach mal so viel wie geht, schmeißen das hier rein. So, alles nehmen und alles einlagern. Ich nehme natürlich wieder meine Dingsies hier raus. So, dann kann ich das dann nochmal wegmachen und dann kommt der Container weg. So, ich bin mal gespannt. Ich muss jetzt halt eins nach dem anderen machen. Am besten machen wir das gleich miteinander, oder? Was habe ich da drin? Die Spulen. Ne, die Spulen, die lasse ich, weil da... Das passt schon. So. Jetzt muss ich... Boah, ich sehe das am besten, glaube ich, von außen. Okay, einmal Doppelcontainer. Und dann muss ich am besten das Förderband hier direkt hier reinlaufen lassen. Das sollte auch nirgends im... Nö, das kollidiert nirgends, das passt. So, dann machen wir einmal das Ding weg. Und wir machen gleich mal das Ding weg. So. Dann brauchen wir eigentlich nur noch die 2 Container tauschen, das Förderband wieder anschließen und dann passt's. Und wir haben da oben den zweiten Ausgang. Allerdings muss ich da natürlich auch die hier austauschen. Wie gesagt, das ist ein bisschen umständlich jetzt, aber das stört mich überhaupt nicht. So, alles nehmen.
Ansonsten glaube ich, habe ich nirgends Rotoren drin. Doch ein paar Rotoren habe ich drin. Das macht aber nichts. So, alles nehmen. Dann lagern wir hier alles ein und ich nehme noch mal hier einen Stapel raus. Dann kommst du weg und ein Doppelcontainer kommt hin. Müsste passen, denke ich. So, dann Förderband von hier nach da. Toll. Aber angeschlossen bist du richtig, oder? Ja, angeschlossen ist das Ding richtig, das passt. Ich muss wahrscheinlich jetzt nur dieses Ding hier nochmal wegmachen. Den Splitter. Es hat halt alles so schön gepasst, ne? Das ist das Blöde. Okay, wir machen Förderband geradeaus. Nee, warte mal, das. Ja, passt. Förderband geradeaus. Nee, das haut nicht hin. Ich muss quasi hier. Habe ich den jetzt verkehrt rum hingestellt? Nee, ne? Ist immer der Eingang hier auf der Seite. Okay, okay, dann warte. Von wo kommst du und warum? Du kommst aus dem Splitter hier raus, okay. Probieren wir es mal. Das da mit dem hier verbinden. Ach so. Okay, stimmt. Die Rotoren, die werden hier gefertigt. Die Statoren wurden dann auf den Splitter gesetzt. Förderbandsplitter. Ich hoffe, dass ich den auch wieder hier platzieren kann. Ja, geht. Ist mir auch egal, wenn das ein bisschen knapp hier wird. Kannst du jetzt wieder gelb werden, bitte? So, und dann hatte ich hier einen Lift, den setze ich jetzt halt hier hin. Und ich muss den drehen so rum. Jupp. Und dann gehen wir nämlich mit Förderband da drauf und schließen das wieder hier an. So, dann läuft der Stator da rein, hier rüber und läuft in die Maschine. Yes, okay, na dann passt es. So, dann musst du weg. Du bist auch schon leer, das ist cool. Und ich kann dich... Ach so, weil ich keine Rohre habe. Ich habe wieder kein Rohr. Aber das ist kein Thema. Da haben wir genug noch. Dann setzen wir hier den Doppelcontainer her. Ich hoffe, das passt. Oder habe ich dich zu weit vor jetzt? Nee, das passt. Das passt. Gut, und dann Leitung von hier nach da. So. Jawohl, Motoren laufen rein. Laufen komischerweise nicht übers Band, stört mich aber auch nicht. Ich denke mal, weil das eben nicht direkt angeschlossen wurde. Also von der Reihenfolge her. So, jetzt muss ich nur noch schaffen, dass ich die Motoren alles nehmen, wieder hier reinbekomme. Zack. Alles nehmen. Jawohl, passt. Und zack. So, 50 Stück lasse ich mir wieder drin. Dann kann hier die Produktion wieder laufen. Und ich mache da oben jetzt halt die Wände hin mit Auslass. So.
Dann einmal sortieren, alles nehmen, dann schiebe ich die noch rüber. Und zack. 100 nehme ich mal wieder raus. Und dann kommt der ganze Beton hier wieder rein. Ich will immer auf alles einlagern klicken. Das wäre fatal. Aber ist okay. So, zack. Dann nehmen wir uns wieder 1000 raus. Und dann sind wir eigentlich damit schon mal fertig. Cool. So. Damit haben wir unsere Zugänge. Jetzt brauchen wir nur noch die Möglichkeit, dass wir Bauteile dann immer hier rüber lotsen. Ich würde sagen, wir gehen ja hier raus. Dann lotse ich das da oben drauf. Ich mache jetzt einfach mal noch zwei solche Dinger drauf. So, jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte normalerweise gehen. 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann setzen wir hier eins hin. 4. Dann sollte es normalerweise ganz gut klappen. Ich weiß bloß nicht, ob das Band von da nach dort ausreicht. Dann würde ich sogar sagen, dass ich da nochmal was herbaue. Ich gehe davon aus, dass ich eventuell was von den Leitungen oder irgend sowas auch nochmal brauche. Insofern bauen wir jetzt mal. Passt es hier? Nicht wirklich, ne? Warte mal, dann machen wir es da hier. Ich meine, schön und so weiter, ne? Ist was anderes, aber das stört mich nicht. Ich will hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. So, dann kommst du erstmal auf das untere. Du läufst dann hier auf das da. Läufst dann da drauf. Läufst dann hier weiter. Da gehe ich jetzt allerdings ja doch auf das da, auf das oberste. Da muss ich halt dann einfach nochmal was draufsetzen, wenn ich mich da entscheide, das anders zu machen. So. Dann hätten wir es schon mal bis daher gebaut. Dann laufen die Motoren jetzt halt schon mal bis daher. Ich muss das bloß noch nach hinten reinbekommen, ne? Wie das schon wieder klingt, ich muss das hinten reinbekommen. So, wir machen hier nochmal. Zack. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach an der Wand lang. Und das habe ich ja eh keine Chance. An der Wand lang. Und zwar von hier. Hier rüber. Dann hier außen rum. Und dann führen wir das da hinten ein. So. Gleich so ein Dreier-Dings. Weil ich denke mal, dass ich hier noch mehr reinleiten werde. Es wird schon wieder dunkel. So, dann kommst du hier an die Wand. Ich bleibe jetzt auch mal auf der Höhe. Ich denke, das passt. Und dann können wir da sogar direkt reingehen. Das ist auch nicht schlecht. Wir gehen hier direkt rein. So, und du musst ja hier reingeführt werden. Also machen wir hier einen Lüfter. Und die Höhe
4 hoch? Ich denke, 4 hoch passt, oder? Ich sag an. Ja, passt. Gut, damit laufen die Motoren hier rein. Oder? Ne, die laufen noch nicht da rein, weil da noch kein Strom ist, aber es macht nichts. Dafür habe ich ja die Leitungen schon daher. Ach, dich habe ich schon angeschlossen. Okay, dann habe ich dich schon angeschlossen, das passt. So, hier müssten jetzt die Motoren langsam vorlaufen. Jawohl, und schon sind 50 Stück drin. Okay, gut. Dann ist das nächste, was wir brauchen. Der Gummi. Der Gummi. Den müssen wir jetzt alle... Oh. Den müssen wir jetzt halt allerdings von da vorne daher lotsen. Und da ist jetzt die Frage, wie ich das am besten mache. Wenn ich das da oben rüberlaufen lasse, oder... Weil es wäre gut, wenn ich da oben reinkomme, in das mittlere. Das wäre nicht schlecht. In das mittlere rein, als zweites, und dann diese verstärkten Platten, oder was das war. Oder diese beschichteten Platten, die dann in das andere hier. Ich meine, dann könnten wir den Gummi eigentlich hier reinlotsen, weil die beschichteten Platten sind ja hier vorne irgendwo. Die Stahlträger, Stahlrohre. Ach nee, Quatsch, die sind ja da, die sind da vorne drin. Oder? Verdammt, wo haben mich die Beschichteten? Jetzt bin ich auf der Suche, ne? Doch, da vorne. Ja, intelligente beschichteten Dingsies hier. Die hier brauchen wir nämlich. Bist du ein Doppelcontainer? Nee, bist du nicht. Wenn ich das jetzt hier auch noch umbauen muss. Oho. Alter. Ja, okay, aber da wäre es jetzt halt kein Problem auch. Weil da habe ich nur den Zulauf. Das wäre okay. Ich könnte jetzt halt allerdings auch mit einem zweiten Container arbeiten. Das wäre jetzt, denke ich, auch nicht mal so problematisch, dass wir da nochmal einen Container draufstellen. Ich mache jetzt mal das da weg. Dann machen wir... Nee, Quatsch. Das muss ich lassen. Ich muss dann im Grunde einen Splitter daher machen. Oh, das wird wieder alles so verzweigt und verzwickt. Genau hier. So. Ich hoffe, man hört die... die Bohrmaschinen im Hintergrund nicht so stark. So, dann mache ich dich nämlich da dran. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich dich laufen lasse. Ich denke, das lasse ich jetzt einfach mal so. Und dann von hier nach da. So, der sollte dann nämlich auch recht schnell volllaufen. Weil hier wird ja weiter produziert. Wir haben auch alles drin. Na, nee. Dinger tue ich nicht rein hier. Weil das läuft von selber im Laufe der Zeit voll. So, dann kommst du weg. Dann kommt hier eine Wand her mit Auslass. Und dann muss ich nur noch nach da vorne kommen. Dann würde ich sogar sagen, dass wir hier ein separates Förderband machen. Vielleicht über dieses Saugdings hier. Das werde ich wahrscheinlich sowieso wieder wegbauen. Okay, das stellen wir einfach hier davor. 3, 4, wir machen das Ganze 5 hoch. 1, 2, 3, 5. Jawohl, ideal. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei. Jetzt mal gucken. Da müssen wir ja her, ne? Da könnte ich sogar direkt rüberlaufen, so wie es ausschaut.
Ich mache aber trotzdem hier. So, es müsste normalerweise funktionieren, oder? Wir gehen von hier ganz nach oben und lotsen das dann hier weiter. So, dann hätten wir die Platten schon mal an der Stelle. Jetzt hängt es aber auch davon ab, weil diese Betondings, das werde ich ja auch wegbauen. Das heißt, ich werde hier jetzt mal die Pipeline weiterführen. 1, 2, 3, 4. Da muss ich bis daher. Dann machen wir noch mal einen hierhin. Und dann machen wir einen Stapel daher. Bisschen durcheinander, aber das ist egal. So, Moment. Wir führen das gleich von hier aus weiter. So, du dann in die Mitte. So, und dann muss ich jetzt nur hoffen, dass es mit dem Förderlift so hinhaut. So, das waren vier, ne? 1, 2, 3, 4 in die Richtung hier. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass das Förderband geht da raus. Yes, das läuft da rein. Das taucht mir, das ist mir wurscht, ob das da seitlich rausgeht. Das nächste ist natürlich das Problem, ne? Weil da werde ich wahrscheinlich dann noch mal nach oben müssen. Da werde ich jetzt mal oder an der Wand lang. Das könnte ich auch machen. Das, was dann hier rauskommt, werde ich an der Wand lang führen. Ich mache das dann noch mal weg. Ich probiere es mal aus, wie das ist, wenn ich jetzt da anschließe, an die Wand gehe. Ich könnte das auch ein bisschen nach unten führen, ne? Das wäre ja auch egal. Hier vielleicht so 1, 2 runter. Funktioniert ja. Wir machen den Lift hier nochmal weg. Dann machen wir den Lift wieder hin. Allerdings nicht 4 hoch, sondern nur 2 hoch. Ja, okay, das verbiegt sich trotzdem, aber das ist egal. Wir sind dann ein bisschen weiter unten und können dann mit dem hier. Wenn man da immer was sehen würde, ne? Im Grunde hier eins drüber bleiben. Mal, kann ich da irgendwie hoch? Kann ich da auch hoch? Nee, ne? Wenn wir es dahin lotsen. So, dann Förderband. Hier angeschlossen und da gehen wir allerdings jetzt wieder auf die Höhe. Und leiten dann von da hier rein. Ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die Gummiverbindung. Das hier innen drin aufgebaut, das ist ja total Latte. So. Obwohl, das könnte sein, dass es das sogar geht, ne? Von hier dann einfach da rein lotsen. Das müsste doch gehen. Gehen doch mal raus, die 5. Und zwar, zack. Ja, es überkreuzt sich ein kleines bisschen, aber meine Güte, ist egal. Wir müssen bloß noch den Gummi dann von hier, von da hinten her bringen.
So, hier werde ich Hauptstraße machen. Das heißt, also hier die zwei Felder. Hier, ich gehe jetzt mal. Warte mal, vier bin ich. Ich bin ja da vorne in den vierten reingegangen. Also gehen wir mal hier. Eins, vier. Das wäre dann hier. Wird eh noch alles mit dem Strom wegfallen. Und dann 1, warte mal. 1, 2, 3. Würde ich sagen, gehen wir einfach daher. 4. So, schauen wir mal. Das sollte doch normalerweise hinhauen. Zack, da rein, auf die 4 nach oben, dann da dran. Was fehlt mir? Achso, gut. Ja, Stahlträger muss ich mal holen. Mal gucken, ob das zumindest noch bis dahin geht. Nein, dann holen wir mal schnell Stahlträger. Ich glaube, da bin ich mit Springen und Laufen schneller als bei den Dingern hier. So. Nehmen wir uns gleich einmal 600 mit. Verballern wir es ja eh. Förderwand. Zack. Hier dran. Ich weiß, dass ich ein bisschen umständlich baue. Also ihr könnt mich gerne steinigen dafür. Es ist mir egal. Okay, und damit haben wir den Zulauf von allem für diese Produktion hier. So, jetzt kommen noch die Gummis mit rein. Jawohl, da rennt's schon. Und die modularen Motoren werden hergestellt. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal die Akkus reinpacken, dass wir da ein bisschen schneller produzieren, weil das Zeug rennt ja recht schnell nach, ohne Probleme, aber die Produktion dauert halt. Das Blöde ist nur, wenn man die reintut, während es gerade produziert, dann die Umstellung auf die höhere Geschwindigkeit, die dauert dann immer. Aber gut, 2,5 pro Minute werden hergestellt. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis wir da 500 Stück haben. Also so viel ist klar. Aber mit den anderen Produktionen, das sollte ohne Probleme nachlaufen können. Eventuell muss ich beim Gummi nochmal nachlegen, was Container angeht, dass ich da nochmal was speichern kann. Weil da kommt ja von dem Schlepper immer wieder nach. Und machst du jetzt schneller? Ja, das sieht jetzt auf jeden Fall, dass es schneller läuft. Gut, perfekto. Und damit habe ich das geschafft, was ich heute auf jeden Fall schaffen wollte. Also, die werden produziert und dann ist als nächstes unser schwerer modularer Rahmen dran. Ich habe mir nämlich gedacht, diese Dinger, wenn ich herstelle, dann brauche ich auf jeden Fall diese schweren Modulatoren. Ich brauche die Computer und ich brauche die Platinen. Die verstärkten Kabel, die kann ich ja dann wieder aus dem anderen Vorrat schöpfen ohne Probleme, aber wir brauchen eben diese hier und die werden wir dann zuerst herstellen und werden dann für den hier, wo ich ja dann die adaptiven Steuereinheiten herstelle, werden wir dann da oben die Produktion unterbringen. Ich hoffe, ich komme da hoch. Ja, weil wir haben nämlich hier Eisenförderung. Also wir können hier auf jeden Fall alles machen mit Schrauben und Platten und so weiter, dass wir das dann hier reinlotsen können. Naja, es wird ein bisschen komplizierter, das Ganze. Eventuell, ich werde hier wahrscheinlich nochmal eine Wand draufsetzen, dass wir das Ganze hier nochmal als Ebene haben und dann haben wir nämlich hier zusammen
eine sehr große Fläche, wo wir die Einzelteile herstellen können. Jo, freue ich mich drauf. Wird zwar sehr komplex, aber freue ich mich drauf. Wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst mir doch gern ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.